So sei es. Ein Zeichen an der Wand beginnt zu leuchten. Es posiert vor Licht, gleißend vor dem Hintergrund der mit Flechten bewachsenen Wand. Ein Gefäß aus Fleisch kann eine Seele jahrelang beherbergen, doch ein Gefäß aus Bronze beherbergt sie über viele Generationen hinweg. Begib dich ins Wasser und wähle ein Gefäß aus Stein. So, das leuchtet jetzt auch. Hier ging es ja nicht weiter. Hier war auch kein Steinkopf zum Sprechen. So, gucken wir mal, wo uns die Spinnenhöhle hinführen würde. Interessant, da beleuchtet bis jetzt nur ein Symbol auf, nämlich das hier drüben leuchtet gar nicht so, wie es aussieht. Ja. Dieser große Tunnel verschwindet unter dem Boden und führt dann weiter nach Osten. Er wird von einem Netz aus glitzernden seidenen Fäden versperrt, unter denen du vielleicht hindurchrutschen kannst. Die Wände unter dem Netz fühlen sich schwach und brüchig an. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du den Durchgang vielleicht erweitern. Das Netz durchbrechen. Und so betrachtest du die dicken, klebrigen Fäden. Sie lassen sich nur mit beträchtlicher Kraft durchtrennen. Das macht Mark Palegina. Palegina versucht, die Spinnenseite zu durchtrennen, kann die dicken Schichten jedoch nicht durchbrechen. Hammer und Meißel. Du findest eine Schwachstelle im Felsen und hämmerst gegen die Wände des Gargens. Der brüchige Stein bröckelt ab. Nach wenigen Minuten hast du genügend Platz geschaffen, um durch den Tunnel zu schlüpfen. Als du so einen Gang freilegst, gräbt sich die nadelspitze Stimme wieder in deinen Schädel. Eindringen, verfolgen. Du bekommst es nicht. Du hörst ein hungriges Rascheln. Jetzt frisst. Krabbelnde Kreatur mit meinem Mundwerkzeug strömen aus den Wänden. Okay. If we don't rest soon, you're going to have to carry me the rest of the way. Oh, Palegina wird schon müde. Klebrige Netzfäden baumeln vom Tunneleingang ab. Der Gang ist jetzt passierbar. Den Tunnel betreten. Okay, das führt mich direkt hier hin. Gut. Unter den Stiefeln knirschen und klingen zerschmetterte Kristalle. On the hunt. Gut. Oh, Kanna hat ein Level up. Dann machen wir das auch gleich mal. Ja, ruhig überleben, verbessern. Und wir können eine neue Beschwörung der dritten Stufe. Beschwöre einen Jungdrachen hinauf, herauf. Beschwöre zwei furchterregende Oger herauf. Ja, okay. Belebt verbündete den Wirkungsbereich mit einem geringen Teil ihrer Ausdauer wieder. Na. Greift Feinde in sieben Richtungen um den Sänger mit Eisblitzen an. Klingt besser. Gewährt verbündete im Wirkungsbereich einen Bonus auf Gewandtheit, Nahannehmung und Intellekt. Gewährt verbindet im Wirkungsbereich einen Bonus auf Macht, Verfassung, Entschlossenheit. Für wie lange? Ah. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Dann nehmen wir das auch mal. Durchdringender Schuss. Fernkampf-Angriffsgeschwindigkeit, Fernkampf-Schadens. Nö, brauchen wir nicht. Empfindlicher Artgriff brauchen wir auch nicht. Heiligmacher. Schaden gegen Gefäß. Geisterjäger, Schaden gegen Geist, ja. Scharfschütze? Das wäre natürlich nicht schlecht.
Ach ja, hier ist ein Vitrak drin gewesen, gell? Nidreg, eine ruhmgehüllte, schlaksige Gestalt schlurft auf dich zu und du spürst, wie wieder etwas dein Gehirn durchbohrt. Das Kreischen, das in deinem Verstand eindringt, ist voller Zorn. Grabendes, wieselndes Tier, die Kreatur hält inne, ihre Mundstücke klackern, als seine Worte wieder deinen Verstand erfüllen. Sind sie vor Furcht geschwächt, mein Vermächtnis. Die Kreatur hält einen eiähnlichen Stein in ihren dünnen Fingern. Der weiße Stein leuchtet vor Leben, du spürst eine Präsenz darin. Die Kreatur bemerkt dein Interesse für die Kolonie, sie neigt den Kopf. Tier, ruhig, friedlich, ja. Ihre Gedanken hallen im Inneren des Steins zu dir wieder. Hier kommt der Gedanke, dass ein Teil der Seele der Kreatur in dem Stein stecken muss. Was tust du mit diesem Stein? Solch eine andere Gestalt, und doch ist der Verstand mit demselben Gedanken gefüllt wie der unsere. Sie schließt die Augen. Heimat, Familie, Erinnerung. Vermächtnis, Kolonie. Die segmentierten Mundstücke der Kreatur schaben gegeneinander. Immer nur wenige Junge schlüpfen langsam zerbrechlich. Die Kreatur deutet mit einer behaarten Gliedmaße auf sich selbst. Letztere von Kolonie bald sterben. Sie sieht den Stein enger an ihre schmale Brust. Lange tote Tiere tun Geistzug in Metall. Sie deutet hinter sich. Ich bewahre Geistzug in Stein auf, bringe zu neuer Kolonie. Kolonie alleine zu schwach. Junge sind schwach. Leer an Weisheit. Aber zwei Kolonien gemeinsam überleben, machen starke Kolonie. Sie streichelt den Stein, baue Vermächtnis, um eine neue Kolonie zu führen, stark zu halten. Du kannst gehen, ich greife dich nicht an. Geh und möge Frieden zwischen unseresgleichen herrschen. Ihre schwarzen Augen starren dich an, ohne zu blinzeln. Warme Erleichterung durchströmt deinen Verstand. Friede und Sanftmut es kennt, Nidreg geht, bringt Vermächtnis, vielen Dank. Okay, er ist weg. Oh, ein Speer für ihn. Gut. Zeug für die Kiste. Und das war es eigentlich schon dann hier, oder wie? Mit dem Steinkopf kann ich nicht reden. Ah. Und ich kann auch leider nichts mit dem Symbol hier mehr anfangen. Naja, es kann sein, dass es hier jetzt halt nicht weitergeht, weil das eigentlich die Quest für die Dutzenden ist. Und das haben wir ja eigentlich schon längst hinter uns gebracht. Also das konnten wir eigentlich gar nicht machen. Naja, Hivarias wird dieser Speer sicher freuen. Ja, für außergewöhnlich bräuchten wir ein Vitrak-Hirn. Und für hervorragend bräuchten wir die nächste Stufe. Hehe. Das kann ich aber schon mal machen und ich kann es zersetzend machen. Hey, er hat einen Speer. Also einen besseren Speer. Ah ja, gut. Wie gesagt, hier war nichts. Hier
hinunterklettern. Ja. Du erreichst den Boden, deine Füße landen klatschend in einer Pfütze. So, es lädt. Und ja, wir müssen jetzt unten sein. Jupp. Da ist sogar ein Weg hoch und runter jetzt. Ja. Gut. Ich frage mich gerade wirklich, ist das. Bin ich das Problem? Also mein Charakter, dass er nicht angezeigt wird, oder. I've led worse. Ah. Ja, ist mein Charakter irgendwie. Yes. Das Problem. I'm flattered. I'm here. Gut, das heißt, auf zur Ulmenküste. Deine Gruppe gilt für die Ulmenküsteninhalte als erfahren. Wenn du möchtest, kannst du den Schwierigkeit. Kann die Schwierigkeit der Hauptquest erhöht werden, um die stärker zu fordern. Die Belohnung, die du erhältst, bleibt gleich, egal welche Option du wählst. Du kannst deine Wahl später nicht mehr ändern. Nee, ich bleibe... Obwohl... Nee, bleiben wir bei Standard. Das habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Das habe ich echt auch noch nicht gesehen. If we don't rest soon, you're going to have to carry me the rest of the way. Hm? Audra Arch, dead ahead. Okay, Ulmenküste. Müssen vorsichtig sein, hier gibt's jetzt einen Oger. Okay, hier gibt's mehrere Uker. Quiet. Okay. Grave aus die Lachili. Mit euch wollte ich mich gar nicht prügeln. Geht weg. Ah, hier ist der Adra-Bogen. Für Saganis Quest. Adra-Käfer und Waldrolle. Na, das hier ist auch nicht viel besser. Was ist gerade? Adragan, auch noch das. Und oh, Palegina sieht gar nicht gut aus. Okay. Das ist unschön. Ich finde ich sogar noch mehr als unschön. My thoughts will be Audra Arch, get ahead.
Aber ja, Palegina ist auch ein bisschen angeschlagen, weil sie halt nicht fit ist. Ready, Watcher. Yes?